Sascha Heyer, vom 1. bis zum 5. Juni ist Beachvolleyball-Europameisterschaft zu Biel. Wie gross ist die Vorfreude bei euch beim Turnierdirektor? Ja, das ist natürlich riesig. Wir sind jetzt 3 Jahre am Vorbereiten. Wir haben 2 Turniere schon machen in Biel, 2 Safe Masters. Und jetzt hoffentlich die grosse Krönung dann vom 1. bis zum 5. Juni zu Biel. Was können Besucherinnen und Besucher erwarten von diesem Turnier? Ja, also dadurch, dass es natürlich ein Olympia-Qualifikationsturnier ist für Rio 2016, werden die allerbesten Mannschaften aus Europa da sein. Und die Europäer sind stark. Das sieht man auf der aktuellen Olympiarangliste. Da sind die Europäer absolut vorne dabei. Von dem her können wir natürlich Beachvolleyball-Sport vom Feinsten sehen, Biel. Als Turnierdirektor hat er jetzt sicher mehr Bütz hinter dem Bürotisch als im Sand selber. Wie fit ist der Sascha Heyer selber noch? Ja, also selbstverständlich nicht mehr ganz so fit wie noch 2012 an den Olympischen Spielen. Aber ich gebe mir Mühe, um mich fit zu halten. Ich spiele jetzt halt nicht Beachvolleyball, sondern ein bisschen Tennis. Und das macht mir aber auch sehr, sehr viel Freude. Wir sind hier in der Biactive Zone an der BA. Und die Europameisterschaft kann sich hier auch präsentieren mit einem Beachcourt. Wie wichtig ist es, dass man auf die Leute zugeht, dass man zu den Leuten geht? Ja, absolut wichtig. Ich meine, es gibt so viele Events, Sport und Kultur, auch wieder den ganzen Frühling und Sommer mit den ganzen Konzerten und alles. Und da ist die Beachvolleyball-Europameisterschaft eine davon, eine Plattform, wo man es sollte schauen, aus unserer Sicht. Und es ist ein riesen Highlight, eben Beachvolleyball-Sport vom Feinsten, Musik, Entertainment, ein schönes Village und so weiter. Also es ist wirklich ein attraktives Event. Er ist in Biel, wunderschön am See gelegen, und von dem her glaube ich, dass es wirklich eine attraktive Plattform ist, um zu schauen, den Sommer.